auch abfarmen und so richtig holen, wo du sie brauchst. Von denen noch Ja, die 10a, habe ich dieses jetzt. da. Die habe ich jetzt zum Beispiel bei mir ausgemacht, ne? Ah ja, okay, kannst du aber, wenn du dann noch levelst. Ja, Leveln klar. musst. Ich habe jetzt bei mir zum Beispiel nur die Dings an, die Fast Travels. Ja, wenn du die mal alle hast, ist schon stark. Und ich habe gerade Eier an, einfach um zu gucken, wo am meisten sind, ne? Ja, die kannst du mir ja bringen, ich bin ja der Streamer-Kapper. Ja, eben. Und Was? Ja, aber dann will ich dafür auch, dann ne? nimmst du sie Wo wieder. ist mein. Wo ist mein VIP? Warte, ich gebe ein Herrlich. Slash VIP, Enter, fertig. GZ. Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn du hast den VIP, dass du schon mit mir spielen darfst. Was ich halt so krass Oh finde, fuck, das dass ist ja ich. quasi Premium. Ja, dass ich die Streamer so ein Gottkomplex schon viele haben. Manche kommen ja rein und hey, cool, hey, hast du Bock, du spielst einfach so, fragen einfach. Und dann kommt sie schon so, wie du fragst überhaupt? Ich bin hier Gott. Du kannst doch nicht einfach so mit mir spielen? Kein Sub, Ja. kein Follow gefühlt, nichts. Wie? Hä? Also Du bist ein Niemand für mich. sofort gebannt, sofort alles hier. Spiel was mit mir. Das ist halt schon heftig. Aber es ist echt oft so. Also es ist nicht selten. Es ist nicht selten. Ja. Vielleicht bei einem Zuschauer, vielleicht nicht, aber so. Kommt schon bei 10 plus vor. Oh, da gibt's schon. Ach, ich könnte dir da. Ach, ja, besser nicht drüber reden. Ja, muss ja auch nicht, aber ich meine, weißt du, was ich meine? Das ist krass. Ja. Und ich bin halt immer froh, wenn jemand mir zockt. Ich meine, gut, ich bin verzweifelt, aber das ist ja was anderes. Wollte gerade sagen, bei dir ist ja wieder was anderes, ne? Du Ja. willst ja Gesellschaft haben, aber die Ja. können sich die Gesellschaft da noch aussuchen. Na? Luxus, wa? Die können sagen, nee, ich möchte nur Hotte Chicks hier haben. Performance vom Spiel ist aber nicht geil. Also es bricht sehr, sehr krass ein. Gab schon Update. Wegen Crashes. Das war gestern schon Panik, ne? Ich hatte Update. Ich hatte Crash und konnte nicht mehr rein. Jedes Mal Spielercharakter. Ich bin hochgesprungen, wollte mit dem Haken auf so ein Fass und ging nicht. Also, ich hatte Freeze. Spiel hat komplett gecrashed. Wild. Dann schließen so. Und dann komme ich nicht mehr rein. Server neu gestartet. Ich habe ja schon vorher das Server gebackupt. Bla bla bla. Ging nicht mehr. Also er hat doch nicht mehr zum Server connected, obwohl ich ihn gefunden habe. Da hat er immer den Charakter im Spiel selbst so komisch. Charakter konnte nicht erstellt werden. Charakter konnte nicht erstellt werden. Ja, dann habe ich halt die Backup-File genommen, die zur gleichen Zeit hergestellt wurde wie das richtige Save-File. Nur 8 Minuten in der Vergangenheit, obwohl er gespeichert hat und das ging dann. Das ging dann. Und dann konnte ich weiterspielen. Und anscheinend haben sie das Ja, gefixt. wo ja zum Release auch dicke Explosion war, Multiplayer ging ja gar nicht am Anfang, ne, den Join. Ach so. Du konntest quasi der Multiplayer-Serverliste nicht joinen. Und da haben die Leute ja im Discord direkt alles Explosion, alles Herzinfarkte. Aber war der Server zu sehen? Oder war der nicht zu sehen? Nee, du konntest wohl gar nicht draufdrücken oder sowas, keine Ahnung. Ja, bei mir war es so, der Server war nicht zu sehen, habe ich irgendwie so ein gefunden, so ein Befehl, da musst du dann mehr eingeben musst und dann war er zu sehen. Warum auch immer dann. Okay. Wieso hat unser Containerbeauftragter hier nur einen Container hingestellt? Vielleicht schon wieder voll. Ja, in der ganzen Basis sind drei, oder? So, mit den Eiern. Ja. Ja, da kannst du ja die Spells raus tun. Okay, dann kann ich ja weiter. Ich habe mir das ja ausgesucht. Boah, 1200 Meter. Gibt es da nichts Näheres? Was ist denn hier? Krypta. Der Schreiner. Achso, Bauern. Zum Bauern, Schreiner. Ewiger Zauber. Wo ist es denn noch näher hier? Refugium der Flamme. Eine Geschichte des Feuers. Ich weiß auch nicht, wo das mit dem Levelbereich ist. Das habe ich jetzt immer in höhere Levels begeben, wo es zu hoch für mich ist. Was ich bei Pal noch sehen würde, dass du sowas wie das Lagerfeuer an- und ausmachen kannst.
Ja, das genau, das hatte ich auch letztens gesagt. Ja. Ich hoffe, also ich weiß ja nicht, was ihr mit dem Patch jetzt gemacht habt. Ich habe den Patch nicht gespielt. Hast du irgendwelche Patch-Notes gesehen oder so? Das war mehr Fixes. Wegen Stability und so ein Scheiß und sowas? Ja, Stability und Bugs und was nicht alles, ne? Also hier auch Exploits gab es hier auf Multiplayer-Servern. Du konntest zum Beispiel, du hast doch oben den Lagerfeuerfreund oder hier unsere Händlerfreunde. Ja? Ja. Die kannst du ja fangen. Ja. Das Fangen von denen geht immer noch. Aber wenn du sie angegriffen hast, sind Milizwachen gespawnt und du hast ein Wanted-Level gekriegt. À la GTA. Wenn du dich damit dann zu einem Boss Tower geportet hast und in den Boss reingegangen bist, haben die den Boss angeschossen. Der Boss ist in der Ecke gelaufen und dachte, das ist 100% Capture-Erfolg auf ihn. Oh. Okay, solche dummen Sachen. Okay, und dann haben die das ja ausgenutzt natürlich. Ja, klar. Auf Servern auf jeden Fall hier, ne? Multiplayer Online, dies, das Ja. offizielle Server. Ach, da geht es um offiziell. Ich denke nie offiziell. Ich denke immer nur um die Warte, stimmt. Ja, ich dachte auch erst, ja, dedicated Server, lass die Leute doch machen, was sie wollen. Ja. Ne? Nee, alles offizielle Server. Okay, das ist natürlich doof. Warum Brunnen mit Wasser hier? Und das fanden die Leute dann halt nicht so geil. Was sie dann halt auch verständlich ist, ne? Aber. Kämpft die Leute auch gegeneinander oder so in dem Spiel? Oder spielen alle zusammen? PvP groß? Ich habe bis jetzt nur Freunde gesehen oder halt Sims. Ich meine. Ja, es ist ja richtig. Ja, Freunde. passt ja. Sind ja Sims. Wenn du reinkommst und denen Geld gibst, Ja. den Arsch schiebst, das ist ja Sims, oder? Du machst es ja quasi Ja, nicht es umsonst, du ist willst ja so. Aufmerksamkeit von Ja. denen. Yeah. Also. Es will sowas. Die kommen sich dabei nicht mehr schäbig vor, ne? So, okay. Boah, ich habe gestern beim Spiel, weil du ja gesagt hast, man findet sich hier nicht zurecht und so und alles ist so ein bisschen komisch, du bist ja gespawnt und du warst ja auch verwirrt. Ich war auch ohne das verwirrt. Ey, ich Ne. hab so rumgetrödelt. Ich hab so Sachen. Weil da stand da am Anfang, geh und baue eine Basis. Und ich bin so, nee. Ich schau mir erstmal mal am Anfang an, was da ist. Was ist denn da? Wo kann ich bauen? Aber wenn der sagt, komm, geh da hin, du baust jetzt. Und ich bin da, nee. Ich schaue mir erst das Ganze an. Ja, und dann bin ich halt hin und her und dann wäre ich immer wieder im gleichen Bereich. Das ist halt schon wild anzuschauen, deswegen habe ich auch so viel wegcutten müssen und auch immer wieder pausiert, geschaut und auch 100 Mal geräuspert. Bestimmt von den 777 Cuts habe ich 500 Mal gecuttet, nur wegen. Ist halt zum Glück ein bisschen besser. Aber das heißt nichts. Und ja, das musste ich ja alles rausnehmen. Das im Kreis laufen und bla, blub und so ist schon. Na. Geht da nicht. Und irgendwann habe ich mich dazu breitschlagen lassen. Hey, ich baue jetzt doch die Basis, auch wenn ich nicht weiß, was hier ist. So wie im Palworld, was mir auch so gleich am Anfang baue. Hier, baue jetzt baue die Basis. Nein, ich will gucken, wie die Welt ausschaut. Wo ist Platz? Wo ist gerade? Nein, baue die Basis. Das ist halt. Ja. Nicht so meins, aber hier ist anscheinend so vorgesehen wegen der Story. Kommt mir auch so ein bisschen vor wie Fallen Atlas, was ich gespielt habe. So von der Engine ist ja beides Voodoo, nicht Voodoo. Wie heißt die? Vortex? Nein. Voxel. Voxel, nicht Voxel. Die DirectX. Das andere. Vulkan. Vulkan. Genau. Und das spielt sich halt ähnlich auch von den Steuerungen und von den. Delay. Es ist einfach delayed. Das Ding ist nicht direkt. Es ist delayed. Es fühlt sich direkt an, wenn du was machst, ist es nicht direkt. Das ist ja das Komische. Und ich habe auch bei Atlas Fallen nie geschafft, dass es gut läuft.
Was geholfen hat bei Starfield, dass es auch so komisch lief, war diese Zuweisung der Grafikkarte auf höchste Leistung bei dem Spiel. Ich werde mal probieren, was es normalerweise automatisch macht, aber vielleicht geht es ja dann besser. Ich brauche die Vulkan Engine das. Nicht 24 Stunden oder irgendwas. Wo steht der bei mir? Ich glaube, das ist ein Snapshot, der erstellt wurde, als halt im Discord was geschrieben wurde. Weil wenn du siehst, daneben steht ja dieses Kopier, 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 Kopier. Mhm, das ist irgendein Text von Discord, ne? Ja, ja, okay, dann wurde es halt gerade da. Ja, ja, verstehe. Okay. Aber steht ja dann nicht 24. Mal. Aber hat das jemand irgendwann mal gedrückt? Gesagt oder geschrieben? Weiß ich gar nicht. Ja, Stufe 5, yes. Und hier kriegt man sogar Erfolge. Ja, Jeroka am 20.01. um 20. Quatsch, am 20.01. um 7.34 Uhr. Ach, der hat das geschrieben? Ja. Und das wurde gecaptured? Hey, wenn ein Österreicher was macht in Deutschland wieder, weißt du, haben wir den nächsten Krieg hier. So ein Arsch. Was ist denn mit dir? Also, Hammer! Hammer, Hammer, Hammer. Der, mit dem schreibe ich ja gerade. Weiß nicht, ich hab's dann eh nicht gehört hier. Hä? 24.07. Am was? Am 22.01. um? Sehe ich nicht mehr. Egal. Ja, dann muss ich es halt nicht schreiben, du Sack. Also diese okay. Gut. Dann ist das Capture von Discord, das passt ja auch. Wird jetzt schätze ich mal wieder aktualisiert, einmal im Monat oder so, keine Ahnung, aber ja, passt. Haben die schon geantwortet bei dir auf das Schreiben wegen dem PC? Vielleicht das hast du heute Morgen geschrieben, ich habe es jetzt gesehen. Kann ich das machen so? So. Lol, da ging es um meinen Server und die schreiben das bei dir. Ja, also genau, das ist halt einfach eine Momentaufnahme. So normal. Das kannst du so vorstellen, so wie Thumbnails bei Twitch oder so. Wenn du drauf gehst, werden alle 10 Minuten oder 5 Minuten aktualisiert und das ist halt einfach so. Momentaufnahme, zack. Und das wird dann, es steht dann als Repräsentation für die Seite erstmal. Ja. Warte, ich kann jetzt skillen. So. N. Nee. H. Geil. Was mache ich jetzt weiter? Man kann so sehr in skillen. Level ist dort schon lange hier. So. Ja. Jetzt habe ich ja. Jeder hat den Text auch bekommen, Keks ja auch. Das, ich habe da so wirklich Blödsinn gemacht, aber es geht halt darum, es geht halt, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte vielleicht noch mehr passieren können. Ja, und klar. Man muss es halt nur noch jetzt einrichten. Das ist halt jetzt wichtig. Man muss es einrichten. Es sind von diesen 10 Sachen, die ich brauche, sind vielleicht 5 oder 6 abgedeckt und die 4 muss ich nochmal extra irgendwie machen. Ich habe bei Fiverr geschaut, bezahlt so 130 Euro plus für jemand, der Datenschutz und alles macht. Das geht nicht. Das ist zu viel. Also das ist halt so ein Minimum-Ding. Gibt welche, die machen Cookies, Cookies, Schutz, Cookies, ja, aber mit Datenschutz, mit allem und so, ist halt auch doof, dann tun die es dir einmal geben und gut ist und dann mit diesem Plugin habe ich ein Jahr lang Updates und die Sachen, die nicht enthalten sind, muss ich halt manuell zusammenstellen. Ich habe auch schon ein Ding gefragt hier, ChatGPT. Das, der sagt halt auch, das ist halt, soll man halt da suchen, aber hat so einen kleinen Text verfasst, aber der ist halt nicht so geil. Ja.
Also hast du ja gesehen, dass ich gemeint habe, wartet vielleicht auf die 4080 Super, die wird auch nicht viel teurer sein. Ist im Raum mit L50, Gerüchteküche. Soll einfach ersetzen die 4080 und günstiger werden. Wäre noch ein massiveres Update. Die Welt erlischt, ihre Flamme erstickt, die Menschheit wird vergehen, wie alle Wesen, ihr Licht wird kleiner und erlöschen, ohne von der ewigen Flamme berührt worden zu sein, bedeutungslos und winzig im Angesicht der nahezu endlosen Einsicht, die hell leuchtet. Sie zerfällt zu Staub, während wir zu Feuer werden, ein endloser Zyklus aus Zerstörung und Chaos. Yes! So ist das Leben. Mal kurz sagen, typischer Dienstagmorgen. Ja. Hinterding. Warum ist denn hier ein Haken und dann nicht? Was ist hier? Brutnest? Hier war das mit dem Salz. Die Quest ist ja eh noch markiert. Da kann ich nur das Ding hier wegmachen. Hast du dir schon was zu Enchanted angeschaut, Jero? Hast du schon mal geguckt, wie das so ist? Aber hängt eh immer ab, wenn Alter jetzt schreibt. Ja, die sollten schon antworten. Die wollen den Auftrag ja auch, kriegen ja Geld dafür. Die werden das schon machen. Ich habe einen Tag, nachdem du den PC zusammengestellt hast, hat Dave gefragt, ob ich ihm nicht auch irgendwas zusammenstellen könnte. So mal zum Schauen, so Interesse halber. Wenn er irgendwie Kohle oder so kriegt, dass er es mal sich holen kann. Habe ich auch einen ganzen Rechner zusammengestellt innerhalb von... ja, ein Stündchen oder so, mal geschaut, verglichen. Vieles davon habe ich selbst auch schon zusammengebaut. Also nicht für mich, auch Teile für mich, auch Teile für andere. Und ist geil. Und was hältst du von den ganzen Tastenkürzeln, von diesem eigenständigen Steuerungsmodell vom Spiel? Und wenn jemand zu dir connectet, das ist ganz wichtig, dann hat er automatisch deinen Progress. Du machst jetzt 20 Quests, da tut jemand connecten und der skippt dann diese ganzen Quests und joint einfach so nackig quasi in der Welt und hat aber den Progress schon. Also kannst du halt nur alleine spielen oder halt mit jemand immer zusammenspielen oder der akzeptiert, dass er dann das Ganze nicht spielt. Das hatte ich auch noch nirgends, noch in keinem Spiel. Hab mich gestern ziemlich unwohl gefühlt, musste, hab lange gebraucht, bis ich gepeilt habe, was hier alles gemeint ist. War auch nicht ganz fit, was ja auch nicht so schlimm ist. Heute komme ich damit besser zurecht. Ist ja oft so am ersten, zweiten, dritten Tag, peilst du mehr. Und es weiß ich nicht mehr, was ich noch sagen wollte. Und das Spiel geht halt bei mir nicht so geil. Es kackt ziemlich ab immer. Frames 100, 120. 40, 30 und wieder hoch. Ja, das ist halt auch was bei mir, ne? 1080 und so. Ja, aber bei dir sind, glaube ich, auch diese Sachen nicht frei. Also das, weil du hast ja ganz andere Voraussetzungen, was halt dann wieder gut sein könnte in dem Fall. Mhm. Weil du hast diese... Wow. Dort diese ganzen Effekte, die letzten Jahre dazugekommen sind, nicht, aber der Rest bremst er trotzdem. Im ja, Entschrauben. Es hat sich nicht so rund angefühlt, wie es sich eigentlich hätte anfühlen sollen. Ja, da fühlt sich Paul jetzt immer besser an. Hatte ja auch, glaube ich, recht, weil du hast ja gefragt. Ja. Paul halt andere Welt, ne? Also ganz hier, ich habe alles auf maximal aufgedreht, ne? Du spawnst und das Spiel läuft einfach flüssig und gut. Ob das ein lustiger Fehler, weiß ich. Es gab halt schon einen Crash-Fix und sowas. Also FPS sind auf 120, aber das Spiel selbst rennt intern bei 60. Wegen manchen Limitierungen der Engine. Bei mir ist Limit 240 so wie mein Monitor eigentlich, obwohl ich hatte. Weil das ist dieses, wenn es nicht flüssig läuft. Meine Augen oder mein Kopf, mein Gehirn spürt das enorm. Ach, dann ist die Engine capped. Ja. Apropos Engine capped. Motorfest ist ja auch so. Motorfest Vulkan. Ich meine, das ist ja die Schnittstelle, nicht die Engine, aber es ist halt die gleiche Schnittstelle.
alle capped auf 60. Normanski lief auch nicht gut. Auch Vulkan. Atlas Fallen lief von der Performance auch nicht gut. Auch Vulkan. Was ich jetzt gemacht habe, ist diese Grafikzuordnung, über die wir mal gesprochen haben, was bei Starfield geholfen hat. Stargate. Aber ich habe... Stargate, ja, ist egal. Star Wars, Stargate, Star Trek, alles gleich, alles einfach beamen. Und ich habe danach noch nicht neu gestartet. Was halt nur bei Starfield geholfen hat. Sonst macht es ja Windows eh. Das mit dem Shared Story ist halt wild. Das ist halt krass. Oh nee, jetzt komme ich... Was ist das? Jetzt komme ich nachts in das Miasma rein. Fuck. Also ich finde, das Shared Story ist, wenn man nicht gleichzeitig anfängt, schon so ein bisschen abtören. Ja. Dann gehe ich hier zuerst hin, warte. Was ich aber geil finde... ist das Kampfsystem hier. Finde ich schön. Zauberstab, dann spezielle Stäbe für Magier. Ist halt Elden Ring. Also mit Haltung brechen. Wenn der schlägt und du tust das Schild hochhalten, ist die Haltung sofort gebrochen. Ist ein bisschen dizzy. Also ist schon, finde ich, gut gemacht. Mich nervt das mit dem Gleiter, dass er sofort nach unten ist, runtergeht. Weiß nicht, ob du den schon hast. Aber sonst ist es eigentlich nicht schlecht. Oh mein Gott. Ganze halbe Bibel, ganzer. Oh, hier ist Salz. Lol, dann muss ich gar nicht in das Salzwerk. Bei den ganzen Dingen ist ja voll gefährlich, wenn hier Salz ist. Boah, und ich habe zum Glück auch schon einen Rucksack hier. Und die Tasten musste ich mir komplett umstellen, dass das Spiel überhaupt zurechtkommt mit dem Spiel. Weil so Tasteneinstellungen habe ich noch keinem Spiel erlebt. Achso, ich wollte Skill ein. Ich habe vergessen, mach ich dann, wenn es wieder Tag ist. Boah, Digga. Engine Limitation. 60 Frames. Das muss ich gleich machen, wenn ich aus dem Ding hier raus bin. Haben auf jeden Fall am Anfang mich schwer getan, habe ziemlich rumgezögelt, weil die mich gezwungen haben, direkt eine Basis zu bauen. Das wollte ich nicht, weil ich sowas nicht am Anfang erstmal umschauen, wo was ist. Dann entscheiden gerade Fläche. Aber da es dann hier um die Story geht, ist das anscheinend okay gewesen. Ich finde es auch mit den Buffs gut. Ich finde die Waffen-Upgrades finde ich nett. Ja. Ich mag sogar in dem Spiel die Rätsel, was ich immer gehasst habe. Weil ich irgendwie mich jetzt einfach damit beschäftige, es hat geklappt. So die Fallen und Rätsel, finde den Schalter, damit die Tür aufgeht, weil ich immer ja wahnsinnig war oder sowas, aber das funktioniert. Bin da offen für sowas. Ja, aber wenn die Engine so läuft auf dieser Framezahl, können wir nichts mehr machen. Ist ja bei Elden Ring auch so. Du darfst das Spiel nicht höher stellen auf 60, sonst ist es wie früher Zeitraffer. Ja, also, ich find's geil. Ich find's geil. Ich hab meinen Spaß, das ist was ganz anderes als Paul wird. Einerseits ist es das Gute, das ist was ganz anderes ist. Andererseits waren bei Paul wird wirklich viele Quality of Life Features, die halt hier nicht sind. Aber... egal. Egal. Ist nicht schlimm. Sehr ähnlich wie... oh, oha. Valheim nur ein schöner. Ich dachte eigentlich, ich meine, dass das Wute das Spiel, weil er ist ja ein riesen Valheim-Fan. Und der hat halt das sofort... wie jedes Spiel gehatet, was manchmal oft ein Spaß ist. Aber du fandest halt von so zusehen und sowas nicht geil. Ich finde das halt scheiße im Vergleich zu Valheim. Weiß ich nicht. Ich habe Valheim nicht gespielt.
Nur weil er ist halt. Also ich habe Valheim vor 2 Jahren aktiv gespielt. Ja, es war cool, es hat Spaß gemacht. Bauen dies, das. Mhm. Und inzwischen sind ja wohl auch große neue Patches dazugekommen. Und es gibt halt Mods auch viele anscheinend für das. Ja. Aber halt. Ja. So, ne? Wieso kann ich da nicht hoch? Nein, weil er macht ein ähnliches Kampfsystem, auch das mit den Essen, was ist gleich. Ja? Ja, Essen-Buffs in Valheim ist ein großes Thema. Ist hier auch. Egal was du nimmst, hast du immer andere Buffs. Kürbis, Pilze, verschiedene Fleischsorten, Kreuzfleisch, ja, Valheim kochen? Naja, nein, das Terraforming ist nicht gleich, mein Freund. Was mich nervt, sie kann sich nicht festhalten. Ist halt so wie in Elden Ring. Null irgendwo festhalten. Du konntest bei Pyroid überall hochkriechen, das erwarte ich, aber zumindest kurz an einem Vorsprung festhalten. Hier. Geht da hoch. Nirgends, nichts. Wenn das Terraforming in Valheim so wäre wie in hier Dingenskirchen Shrouded Gedönse. Das Terraforming in Valheim finde ich eines der schlechtesten Terraformings, die es jemals gab. Ja? Weil es dann halt, ja, ist komisch gecapped und ach, weiß ich nicht, Mann. Ist es nicht cool gemacht. Ich habe jetzt hier nicht viel Terra gefarmt, aber ich habe mich nur mal in die Erde gegraben, weil ich einen Schatz gesucht habe. Nicht gefunden. Ja, das ist aber halt das, was du in Valheim nicht machen kannst. Fühlte sich gut an. Ach, ist nicht Voxel? Kannst du nicht komplett? Nein, um Gottes Willen. Ach so, ich dachte, das wäre halt so. Du kannst dich da nicht endlos in den Fußboden buddeln. Du kannst deine Erze abklopfen. Es ist halt schon gewoxelt, aber halt nur in Maßen. So, krass begrenzt, okay. Du kannst halt nicht so geil graben, wie du Bock hast. Ja, okay. Guck Grundfeature, ja, sind wir wieder auf einer Seite. Ja. Ich meine, vom Zuschauen her, ich habe ja Valheim schon ein bisschen gesehen, sah es schon ähnlich aus. So, das Ganze. Das ja. Werde ich ja safe auch mal probieren. Dann muss ich ja dann auch mich mit dem Mods beschäftigen. Was ist so must have und so eine Scheiße? Yo, was ist los? Damals Valheim da must have, also finde ich. Das Beste war, du hast ein Item, also sagen wir, du hast Stein, Holz und Leder. Ja? Du hast eine Lederkiste gemacht, eine Steinkiste, eine Holzkiste. Hast jeweils ein Stein, Holz und Leder in diese Kiste gepackt. Alles andere jemals hast du nur irgendwo reingepackt, das wurde sofort zum anderen sortiert. Mod, du hast den oder? Kisten zugewiesen, du bist. Ja, klar. Ja, so wie Automated Arc ähnlich. Genau. Du bist Holz, nimm Holz. Ich würde am liebsten dann sofort das gleich spielen, allein wegen dem. Okay, krass. Durch Mod, ja, okay. Verstehe. Ja, klar, alles nur Mod. Muss ich hier im Kreis gehen oder was? Verstehe gerade nicht den Weg hier. Diese scheiß Level 5 Fuß ist hier, ey. Ich will mal eben einen Punkt wegbringen. Jo. Wie gefällt dir so Valheim, Jero? Und wie ist bei dir die Performance von dem Spiel? Dem, was du geschrieben hast, wenn ich auf 60 Hertz stelle, vielleicht 60 Frames, ist es dann vielleicht fest oder wie? Also ist es dann vielleicht besser? Was dann nicht mehr absinkt, aber mit 60 kann ich ja nicht spielen, ey, bin ich ja verrückt. Ich muss irgendwas finden hier, die Saat des Argwohns. Aber es ist hier schon Nacht und alles und ich weiß nicht. V
22, fühlt sich komisch an, teilweise klappt. Ja, genau. Ähnlich bei mir. Ich habe nur das Ding gerade aus MSI, weil wegen. Vorhin habe ich ein paar Sachen gemacht, das mich gestört. Naja, bei mir auch. Gleich. Ich spiele am liebsten mit dem Zauberstab. Der nutzt keine Ausdauer. Der nutzt keine Ausdauer und ist echt cool. Nur ich muss mal gleich hier raus. Scheiße, man muss irgendwo hoch. Irgendwo nur ein bisschen hoch zumindest. Aber das ist alles hier nichts. Das ist alles nichts hier. Da vielleicht dazwischendurch hier. Hier. Natürlich hat kein Spiel jemals jetzt eine Minimap, was wir gespielt haben. No One Survived, nicht DayZ, nicht Palworld, nicht das, nicht Minimaps gibt es anscheinend nie wieder. Ah, ich bin raus. Geil, geil, geil. Hier war ich vorhin, bin instant gestorben. Die Minuten waren oben, ich bin instant gestorben. Dachte mir, habe ich mich irgendwie verschaut? Oder was ist passiert? Anscheinend gibt es verschiedene Nebelstufen. Du kannst denn da noch nicht rein. Ich teste mal, ob jetzt geht. Ich habe hier geupgradet, das Ding. Ja, geht normal. Vorhin war ich hier drin, zack, tot. Nur 2 Sekunden. Ging sofort runter die Zeit. Jetzt darf ich. Aber was für Level gibt es denn hier? Aber apropos Level, warte. Hier bin ich in Sicherheit. Ah. So, also ich habe... Mir war wichtig, dass ich doppelt springen kann. Bewegung ist mir in jedem Spiel wichtig. Ich habe erstmal auf Doppelsprung bin ich gegangen. Zweimal springen. Als nächstes möchte ich so gehen, dass mein Gleiter weniger Ausdauer verbraucht. Und dann, dass ich beim Gleiter nochmal Schwung haben kann. Genau, und das kannst du dann, wenn du deine Flamme zu Hause upgradest, darfst du dann in diesen Nebel rein mit ganz normaler Zeit. Gleiter verbraucht weniger Ausdauer. Und halt hier, dass er nochmal so komisch hochgehen kann, so ein Höherschub. Die zwei wollte ich noch machen. Und dann muss ich schauen, wo ich hingehe. Aber das Leveln dauert ja ewig. Ich sag's dir. Ich habe kein Wasser mehr, also habe ich eh weniger Ausdauer. Weißt du, wo man Wasser herkriegt? Bei irgendwelchen Brunnen. Aber sind diese Brunnen irgendwo nur im Dorf von irgendwelchen oder was? Ich schaue, dass ich immer 3 Buffs habe. Fleisch, damit ich mehr HP habe. Pilz. Pilz ist ja für Int, weil ich mache ja viel mit Int. Falls es mit Zauberstab dazu zählt. Und das dritte ist Wasser, dann habe ich. Dann ist diese Leiste mehr. Nein, 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 nicht drücken Sie mal. Diese Leiste. Nein, nicht. Oh Mann! Wieso ist es in einem Spiel? Wenn man diese Taste drückt, wo man was angewählt hat, steckt das nicht weg, sondern nutzt das. Und als drittes habe ich Wasser, damit diese Leiste hier. Mit der Ausdauer mehr ist. Und die Regeneration von der Ausdauer schneller. Wasser, großes Wolfsfleisch und Pilz. Achso, ich war auch die Level 3 die ganze Zeit. Ich bin ja, ich habe mit Level 1 bin ich schon in Höhlen rein. Ich habe da so einen Boss besiegt. Mit Level 1 schon so einen Kopf, den man anscheinend braucht, irgendwas zum Herstellen später. Keine Ahnung.
Weil ich habe keine Basis, nichts gebaut. Ich wollte einfach nur laufen und entdecken. Zum Glück hat sich der Boss ein bisschen festgebackt. Fand ich angenehm. So, aber ich habe gestern schon sehr rumgetödelt. Ich habe 8 Stunden lang gebraucht für die erste Folge zum Cutten. 777 Cuts, weil es schon auch... Ja, am Anfang Menü, Settings, Einstellungen immer geschaut, überlegt und ziemlich langweilig. Deswegen muss ich alles rauscutten. War doch schon sehr viel. Wird halt besser. Ich befürchte, dass der ganze erste Tag die 6-7 Stunden so sein wird. Wie lockst du das? Machst du V-Sync an oder machst du durch einen Wiedertreiber den Lock rein? Das Ding ist, Ernte gehöft und dann ist es daneben, die Saat des Argwungs. Wiedertreiber, okay. Schau mal, hier ist so eine... Hintertan. Ich meine, wenn man eh alleine spielt, könnte man im Singleplayer spielen. Jeder, der joint, hat alles verpasst, was du machst. Joint quasi bei deinem Spielstand. So wie wenn man einen Film anfängt zu schauen. Bei der Hälfte kommt jemand rein und guckt halt mit. Gixi meinte, in Discord gab es sehr, sehr viele Beschwerden. Denn das wurde anscheinend nicht so kommuniziert. Da macht jemand ein, zwei Casts, kommt der andere nach Hause und will mitspielen und weiterspielen. Und dann hat er den gleichen Progress auf einmal. Der alle anderen verpasst. Manchmal ist Nahkampf einfach geil, Mann. Zuerst, was ich gemacht habe, sofort Max-Kamera, Max-Rauszoom, alles auf Max gestellt. Weil das stört mich bei Fallwerte, das tun herangezoomt. Ich hoffe, es kommen noch, Patches, dass du die Kamera weiter rauszoomen kannst bei Paul, weil das ist halt schon schade. Ich muss hier raus, oder? Kann es sein? Nur noch eine Minute. Ich bin halt hier irgendwo. Vielleicht ist er. Ja, schau an, hier oben ist kein Nebel. Yes! Oha, wie geil. Glück gehabt. Hier ist kein Nebel. Schon krass hier. Das fühle ich gerade hier so im Engen ist schon besser mit Nahkampf. Ich wüsste nicht ein Spiel, was Vulkan Engine hat, was über 60 Frames ist. Ja, das funkt einfach, klar. Was bei mir nicht einfach gefunkt, der Server war nicht zu sehen. Ich habe den Server gedownloadet, dann hast du ja nur eine Exe. Dann sollst du den Server einmal starten, dann ist die Config da. Ich habe die Config geändert auf meinen Namen, mein Passwort, Port habe ich so gelassen. Habe nochmal gestartet, Server nicht zu finden. Mehrfach gestartet, Server nicht zu finden. Trank der Brut. Mir hast mir gewährt nicht nur den Mitgliedern der Brut, sondern auch all jenen, die es diesem Flash und Macht trinkt. Plus 20 Ausdauerpunkte. Habe ich nicht gespielt, das Doom. Ich habe
Normanski gespielt, also No Man's Sky, Motorfest, Fallen Atlas, das jetzt hier und noch ein paar. Mit Vulkan und so Crew 2 war auch Vulkan. Und noch ein paar. Und das war immer alles performance-technisch schwierig. Ich muss immer noch dahin. Dann gehe ich halt dahin. Vielleicht ist es das Gleiche. Ja, ja, Safe Game Engine. Klar, klar, klar. Ich sag halt nur, dass generell mal schwierig war für mich. Ach, das ist doch vielleicht sogar oben oder was? Ich war doch hier vorhin schon. Ich war doch hier vorhin schon. Da habe ich doch gegraben sogar. Ist das Loch noch da? Ja. Hier sind 1000 Wölfe. Ja, komm her. Jo. BB. Sehen. Ja, dann läuft vielleicht Linux sogar besser. Ich bin ja hier, es ist oben, die Saat des Argon. Ich muss mal wieder den Brief lesen hier. Vielleicht verstehen wir alle das. Ich bin da gerade, wo ich hier gegraben habe. Das Log ist noch da. Hier ist ein Brief, der sagt, hey, bla. Zum Glück finde ich meinen Schatz nicht, weil ich habe ihn vergraben hinten bei der Scheune, wo das ganze Moor ist. Ich hatte das Moor schon vorher gesehen. Weil darunter sucht niemand. Ich habe halt gekloppt, alles weg, aber da war nichts. Du spielst jetzt Palworld. Ohne mich, Keksi? Du hast gesagt, du darfst heute nicht. Ja, ich habe eh gerade schon noch ein, zwei Sachen gemacht, das sind nur 5 Minuten. So. Aber sonst so hier rumlaufen in Häusern, viel kaputt zu machen, zu looten und zu entdecken, ist schon cool. Das ist schon nice. Erinnere mich an Atlas Fall, dass ich irgendwann vielleicht durchspielen möchte. Feuerball, okay. Ich würde gerne nochmal diesen Brief lesen. Aber in welchem Haus war der? Oder ist der dann weg? Achso, ich habe doch da Tagebuch dann. Warte. Tagebuch. Geschichten 12. Chemistenstein, nee. Ich möchte das Buch von hier lesen. Ernte. Gehöft. Noch nie gemacht hier. Die Flammen-Geschichten-Tutorial. Werkstätten-Überlebende. Geschichten. Plünderer allgemein. Man nicht die Briefe? Scheinbar hat man die Briefe nicht in der Tasche, die man so findet. Auch so mit der Beleuchtung schaut das ganz gut aus. Und es stört mich auch gar nicht, dass, wenn ich rausgehe, es einmal so hell ist und so. Das alles ist okay. Das passt ja nicht so weit. Jetzt ein bisschen Nahkampf gespielt, war auch cool. Schauen, auf welchem Tisch dieser Brief war.
weiß doch gar nicht, in die. Wow, was ist das? Achso, sind wir wieder da? Ja, ja, ich weiß schon. Schon vorhin einen Baum gebracht. Mal im Keller Ratten. Jetzt machst du nichts. Oh, Fackel. So. Ja, Instant Crafting ist schon nett, wenn man da mal warten muss bei anderen Games. Das ist schon cool. Lesen hier. Hier, mich halten Sie nicht zum Narren. Ich habe meinen Schatz auf meinem eingezäunten Hinterhof bei dem Unterstand vergraben. Dort werden Sie nie finden. Nicht unter all dem Schlamm. Heute Nacht werde ich gut schlafen. Hinterhof, eingezäunten Hinterhof. Da bin ich. Da habe ich gegraben. Habe mich ja nur genervt, dass ich immer wieder warten musste auf Ausdauer. Ich dachte, ich komme zurück, wenn ich die bessere Axt habe. Bessere Pike und ich habe vergessen, die zu machen. Jetzt bin ich ja wieder hier. Und, ach so, das ist sogar... Lol, das ist sogar auf der Karte verzeichnet, der Schatz. Aber ich bin genau hier. Ich habe genau da gegraben. Ohne dass ich die Karte gesehen habe. Abgeschlossen. Ich habe einfach im Hellen diese Kiste gesehen. Oh Mann, ich habe ewig gegraben, oder was? Ich habe hier alles aufgerissen, den ganzen Schlamm weggemacht. Und das Ding ist einfach hier und das sieht man von oben. Ja, wie sollen es die anderen denn nicht sehen? Gott. Dann habe ich hier... Was habe ich bekommen? Ein Hirtenstab. Ein mächtiger Stab, der diejenigen führen kann, die sonst schutzlos wären. Magierstäbe können mit Hilfe von Mana-Zauber beschwören. Rüste Mana-Zauber aus, mir zu wirken. Was ist mein anderer? Dunstmagier, Hirten, das habe ich schon beides mal gehabt. 1460. Aber deshalb seltener. Boah, jetzt habe ich schon die dritte Reihe voll hier. Aber Salz mehrere Reihen. Okay, geil. Passt. Meine Hauptquest 640 Meter. Farmst du die noch? Was machst du? Farmst du die Dingerpunkte ab? Die Bordsteine oder was machst du? Nö, ich flieg halt so ein bisschen rum, guck mit dem Vogel so ein bisschen. Der ist schon cool, ne? Aber verbraucht doch schnell Ausdauer, oder nicht? Ja, schon. Aber dennoch cool. Ja, ja. Steig doch schnell hoch, das geht schon. Das mit dem Runtersteigen ist halt langweilig immer. Von ja, ewig. Dieses krasse Abgestürze ist. Kann ein Vogel nicht Sturzflug? Ne, hat der anscheinend nicht. Sturzflugverbot. Man sieht auf jeden Fall die Sachen, die man farmt. Optisch, was es ist, sehr gut. Sogar ich check das. Wo ich es in keinem Spiel verstanden habe. So. Das Ding ist, ich habe jetzt geskillt, dass das Ding weniger Ausdauer verbraucht, aber ich bin eh schneller am Boden, weil er immer gerade ausfliegt. Nach unten Sturzflug gefühlt. Aber ich habe nachher nochmal Skill, dass er so hoch kann, nochmal so aufschoben. Ich habe immer noch kein Wasser. Ich hätte. Ah, da war bestimmt ein Brunnen in der Stadt.
Verdammt. Ui. Was ist denn das hier, Alter? What the fuck, so ein scheiß Nest hier. Ich bin gleich wieder voll. Rostiges Schwert. Du musst, ja, das da. Das ist stark, das 16 oder 14. Und ja, weg damit. Oh, nee, ich lass noch. Oh, 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 ich depp. Das war, oh, keine Ausdauer. Ich wusste, dass so viele kommen jetzt auf einmal. Lol, 20 auf einmal. Ohne Ausdauer schwierig. Alter, Alter, was ist denn das jetzt hier? Ohne Ausdauer ist ein Endgegner. Zum Glück.